Ja, Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute werfen wir einen Blick auf die Holystone HS900, auch bekannt als Sirius-Drohne. Ich sag's gleich vorab, meiner Meinung nach ist das die beste bzw. professionellste Drohne, welche ich bisher von Holystone testen durfte. Warum das so ist, alle wichtigen Infos und vieles mehr erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Die Sirius-Drohne ist klein, faltbar, hat eine 4K-Kamera mit einem 3-Achsen-Gimbal verbaut und ist ultraleicht. Sie wiegt unter 250 Gramm, was in Europa super wichtig ist, da sie deshalb keine FAA-Registrierung oder Remote-ID verpflichtend nötig hat und sie besitzt sogar eine C0-Zertifizierung. Geliefert wird sie in einer kleinen, recht schlicht gehaltenen grau-schwarzen Tragetasche, in welcher sowohl die Drohne, die Fernsteuerung, ein Zusatzakku und vorzugsweise das Smartphone inklusive Geldtasche hineinpassen würden. Die HS900 wirkt auf mich persönlich ehrlich gesagt wie ein Versuch von Holystone, mit Konkurrenten wie der DJI Mini 2 oder Potenzik Atom mitzuhalten bzw. an diese anzuknüpfen. Aber sehen wir uns mal an, warum ich das denke. Die Kamera der Drohne hat, wie vorhin bereits angesprochen, eine Auflösung von 4K und 30 FPS, jedoch leider kein Farbprofil wie Cinelike oder Log. Bei Full HD unterstützt die Drohne bis zu 60 FPS und Fotos kann sie in JPEG oder RAW mit satten 48 Megapixeln schießen. Die Fotos sehen meiner Meinung nach sehr scharf aus und sind für den ein oder anderen Schnappschuss oder Social Media Post in Ordnung. In der Nachbearbeitung kann man dank des RAW-Formats auch noch einiges rausholen. Einzig allein der Fakt, dass man entweder JPEG oder RAW und nicht beides zugleich aufnehmen kann, muss ich leider ansprechen. Dieses Problem sollte sich aber hoffentlich bald durch das ein oder andere Firmware-Update beheben lassen. Im Videomodus kann man übrigens auch digital bis zu 4-fach heranzoomen, wobei dann aber einiges an Qualität des Bildes verloren geht. Man merkt zwar, dass das Video qualitativ nicht mehr 4K entspricht, aber unbrauchbar wird es dadurch meiner Meinung nach nicht. Die Kamera sitzt übrigens, wie anfangs bereits erwähnt, auf einem sehr zuverlässigen 3-Achsen-Gimbal und verbaut ist ein 1:2.3 Zoll großer Sensor, was derselbe ist wie bei der DJI Mini 2. Also ziemlich solide für eine Drohne in dieser Preisklasse. Holystone zeigt damit meiner Meinung nach sehr gut, dass obwohl sie aus der Sparte der Spielzeugdrohnen kommen, so langsam aber sicher auch in die Welt der richtigen Kameradrohnen Einzug erhalten. Die HS900 bietet außerdem eine ganze Reihe an intelligenter Flugmodi. Orbit, Rocket, Droney und sogar Follow Me. Und ja, der Follow Me-Modus funktioniert recht gut, auch wenn er nicht immer perfekt ist. Die Fernsteuerung ist im Gegensatz zu denen ihrer Vorgänger deutlich hochwertiger. Das Smartphone lässt sich auf der Unterseite einspannen und die Steuerknüppel sind abmontierbar. Dieses kleine Detail macht meiner Meinung nach schon einen großen Unterschied, wenn es ums Thema Portabilität geht. Das Smartphone lässt sich als Live-Display auf der Unterseite einspannen und wird per USB-C-Kabel, welches man auf der linken, aber auch auf der rechten Seite einstecken kann, verbunden. Alles in allem ist die Fernsteuerung sehr solide, lässt sich kinderleicht transportieren und fühlt sich dem Preis entsprechend sehr robust an. Laut Hersteller sollt ihr damit eine Reichweite von maximal 6 Kilometer erzielen, wobei das natürlich rechtlich nie umsetzbar wäre. Solltet ihr aber aus Sichtweite fliegen wollen, habt ihr mit diesem System im Umkreis von gut 200 bis 300 Meter keine groben Aussetzer. In der Nähe von Beton oder anderen Störelementen könnte es zwar vorkommen, dass ihr beim Live-Bild ein paar Aussetzer habt, aber solange nicht die Fernsteuerung das Signal verlieren sollte, leitet die Drohne nicht das automatische Return to Home ein. Als nächstes werfen wir einen Blick auf den Akku. Dieser soll euch laut Hersteller eine maximale Flugzeit von 30 Minuten liefern, wobei ich bei meinen Tests im Durchschnitt meistens zwischen 20 und 24 Minuten damit erzielen konnte. Man sollte sich vom Datenblatt also hier nicht beirren lassen. Es gäbe zwar die Möglichkeit, die Akkus mit einer Ladestation zu betreiben, jedoch müsste man diese extra kaufen. Im Normalfall werdet ihr den Akku aber mit der Drohne selbst laden müssen, was dank des mitgelieferten USB-C-Kabels zum Glück recht schnell geht. Wie wir es schon von anderen Drohnen gewohnt sind, hat die HS900 drei Geschwindigkeitsmodi.
Im langsamen Modus fliegt die Drohne maximal 18 km/h, im normalen Modus bis zu 36 und im Sportmodus erreicht die Drohne umgerechnet 50 km pro Stunde. Damit also ungefähr vergleichbar mit einer DJI Spark und etwas langsamer als eine Mini 2. Sogar eine Timelapse-Funktion ist bei dieser Drohne an Bord, jedoch ist diese meiner Meinung nach leider nicht wirklich brauchbar. Kommen wir abschließend noch zum Preis. Grundsätzlich liegt dieser bei der HS900 bei $469 oder umgerechnet ca. 430 Euro, aber mit den Rabatten auf Amazon bekommt man sie teilweise sogar schon für 270 Euro. Meiner Meinung nach also ein echt fairer Deal. Es sollte aber auch dazu gesagt werden, dass eine DJI Mini 4K zum Beispiel derzeit ungefähr 300 Euro kostet, jedoch keine Follow-Me-Funktion an Bord hat. Eine Potenzig Atom wiederum, welche ich ja ungefähr vor einem halben Jahr auf diesem Kanal hier vorstellen durfte, kostet in der normalen Ausführung ungefähr gleich viel wie die HS900. Mit diesem Vergleich will ich aber nicht unbedingt die Konkurrenz aufwerten, sondern lediglich Alternativen aufzeigen. Für welche Drohne ihr euch im Endeffekt entscheidet, hängt natürlich ausschließlich von euch ab. Fazit: Zusammenfassend lässt sich also zur Holystone HS900 Sirius Drohne sagen, dass sie zu einem fairen Preis mit einer guten 4K-Kamera und intelligenten Flugmodi wie Tracking und Co. ein rundes Gesamtpaket darstellt. Einen direkten Kauflink zu Amazon findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ihr wieder einiges aus diesem Video lernen konntet. Wir sehen uns hoffentlich bald zum nächsten Video wieder und bis bald!